dass ihr dabei seid. Heute geht es um einen Sauvignon Blanc, und zwar einen Sauvignon Blanc vom Weingut Hofstetter. Wenn man hinten auf die Flasche schaut, seht ihr Vigneti delle Dolomiti. Das hat einen besonderen Grund. Zwar liegt das Weingut Hofstetter im Südtirol, in der Stadt Tramin, hat aber auch Lagen im Trentino. Und da diese Trauben im Trentino wachsen, wie heißt der Hof? Massot-Michey. Ist es so, dass weder Südtirol noch Trentino in dem Fall auf dem Etikett vermerkt ist, weil die Trauben wachsen im Trentino, gekeltert und gefüllt wird er aber im Südtirol, also in Tramin. Genau, wir haben im Trentino hohe Lagen, weswegen das auch ein Sauvignon Blanc ist, der jetzt von seiner Säure leben wird, also sehr frisch, lebendig sein wird. Man merkt auch von der Nase, dass eine unheimliche Cool Climate Aromatik kommt. Also Man unterscheidet beim Sauvignon Cool Climate und Hot Climate. Hot Climate wäre von der Aromatik eher exotisch Richtung Maracuja, Mango, Ananas, also sehr tropisch geprägt. Und Cold Climate ist eher grüner, frisch gemähtes Gras, Holunder, Stachelbeere, Minze. Damit hast du den Wein eigentlich perfekt beschrieben. Also für mich kommt zuerst die Holunder. Es kommt dezent das Grasige, das Grüne mit dabei. Mhm. Eine Stachelbeere ist auch da, also man merkt aber ein ganzer Topf an Aromatik, die uns aus dem Glas entgegenkommt. Und von der Säure ist, die Säure ist präsent, aber sehr, sehr schön eingebunden. Das macht den Wein, wie ich gerade schon gesagt habe, eigentlich belebend, frisch. Er ist sehr strukturiert dadurch. Und dadurch, dass er so trocken ist, ist die Säure überhaupt merkbar. Weil ich habe zwar diese volle Nase, ich habe dann die Säure, aber ich habe einen wunderbar trockenen Wein, der nicht satt macht, sondern von dem man guten Glas mehr trinken kann. Schön feingliedrig. Feingliedrig, und hinten raus muss ich sagen, ich merke eine leichte Mineralität. Also es wäre dadurch ein Thai-Curry mit Fisch. Auf jeden Fall. Oder auch Fisch mit einer exotischen Beilage. Also, oder auch sowas wie Bobotti. Ja, würde auch gut passen. Lass dir schmecken. Cheers.